Willkommen bei Alpha und Omega. Die katholische Kirche ist in der Krise. Die treuen Mitglieder sterben weg, die neuen Mitglieder laufen weg und die Zahl der Taufen geht weiter zurück. Dazu kommt auch noch der Skandal um den sexuellen Missbrauch von Kindern. Abhilfe schaffen soll ein Reformdialog, der sogenannte synodale Weg. Darüber spreche ich jetzt in einer Journalistenrunde mit Klaus Nientiet, Chefredakteur der Wochenzeitung Konradsblatt, und zwar für die Erzdiözese Freiburg. Johannes Röser, Chefredakteur der christlichen Wochenzeitschrift Christ in der Gegenwart. Und Bernhard Lohey, der Leiter des Landesdienst Südwest der Deutschen Presseagentur. Willkommen, meine Herren. Der synodale Weg, was steckt dahinter und wie erklären Sie das Ihren Lesern, Herr Nientiet? Also, was zunächst mal nicht dahinter steckt, ist, dass dieser Prozess, den die deutschen Bischöfe zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken beginnen werden, dass der für alle Probleme, die eben genannt wurden, die Lösung hat. Dafür ist dieser Prozess nicht gedacht, und damit würde man ihn auch von vornherein überfordern. Nein, der Hintergrund ist zweierlei. Diese Fragen, die in dem Zusammenhang diskutiert werden, wir werden vielleicht auf den einen oder anderen nachher noch genauer eingehen, sind keine neuen Fragen. Seit langem hat die Kirche in Deutschland, aber auch darüber hinaus, eine Reihe von Reformansätzen vor sich, die nicht weiterkommen. Aber angesichts der Missbrauchsfälle, die nach 2010 vor allen Dingen in Deutschland in größerem Maße bekannt wurden und diskutiert und seitdem man sich dieses Phänomens deutlicher wird, werden plötzlich diese Fragen auch neu aufgeworfen. Das heißt, sie kriegen nochmal eine neue Dynamik. Und vor einem Jahr legten die deutschen Bischöfe eine größere Studie vor, eine sogenannte MHG-Studie nach den Orten der beteiligten Universitätsinstituten. Und im Anschluss an diese Diskussion wurde deutlich, das Missbrauchsthema wird man nicht nur damit gerecht, dass man jetzt gewissermaßen individuell die Personen, die Täter betrachtet, warum die das tun, sondern das Ganze hat auch systemischen Zusammenhang. Systemische Gründe, die nicht der einzelne Grund an sich führt dazu, dass Missbrauch entsteht, aber es gibt systemische Zusammenhänge, die den Missbrauch begünstigen. Und dieser Frage will man nachgehen, und es war dann gleich auch die Entscheidung, dass die Bischofskonferenz diesen Weg einschlagen wollte, beschloss sie in Lingen auf der Frühjahrsvollversammlung. Und es war ganz klar, diesen Weg können die Bischöfe nur zusammen mit den Laien gehen. Okay. Das heißt, in dem Moment haben sie sich dann an das Zentralkomitee gewandt als die repräsentative Vertretung der Laienschaft. Und seitdem ist man dabei, diese Struktur zu entwickeln. Und ersten Advent ist gewissermaßen der Startschuss dafür. Der eigentliche Anlass war der Missbrauchsskandal. Der eigentliche Anlass ist der Missbrauch, aber die Themen alle, die sind ja nicht neu. Die sind sogar sehr alt, die werden seit Jahrzehnten diskutiert. Ja. Einige davon waren bereits auf der sogenannten Würzburger Synode in den 70er Jahren. Wir haben einfach in den Pontifikaten von Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Auch ein Stück Stillstand in verschiedenen dieser Fragen erlebt. Und noch einmal, durch das Missbrauchsthema bekamen verschiedene dieser Fragen eine neue Dynamik. Und das ist Ausdruck, was innerhalb dieses synodalen Prozesses aufgearbeitet werden soll. Herr Röser, wie erklären Sie Ihren Lesern den synodalen Weg? Und sind Sie optimistisch, dass das was wird? Der ist schwierig zu erklären, weil sich eigentlich die Kirche hier im Kreisverkehr bewegt. Der Nientiet hat das schon gerade gesagt. Die Themen sind nicht neu, sie sind uralt, zum Teil ein halbes Jahrhundert alt. Und es tut sich nichts. Es sind keine Entscheidungen gefällt worden. Die Dinge wurden auf die lange Bank geschoben. Und so reagieren auch unsere Leser, die sagen, wir erwarten von dem synodalen Weg so gut wie nichts. Es wird wieder nichts dabei herauskommen. Es werden wieder keine Entscheidungen gefällt. Und die Frage des Missbrauchs, das muss sowieso auf anderen Ebenen geklärt werden. Im Grunde ist es eine Verlegenheitslösung, diesen synodalen Prozess bzw. Weg zu beginnen, weil man keine Idee hat, wie man im Grunde jetzt das verlorene Vertrauen wiedergewinnen kann. Also man möchte in irgendeiner Weise sprachfähig werden, wieder reden. Aber ich glaube, dieses Gerede interessiert keinen Menschen mehr. Also Stichwort Verlegenheitslösung. Ich glaube, da würde ich noch gerne was zu sagen. Im Grunde steht dahinter
Hinter all dem, was wir jetzt sehen an Problemen, steht ein generelles Problem. Die Kirche in Deutschland bräuchte seit langem eine ständige, permanente, synodale Struktur, in dem das Gespräch zwischen den Getauften, sage ich jetzt bewusst mal, zusammenhängend geführt werden soll. Nach der Würzburger Synode war das angedacht, sollte das möglich werden, aber Rom hat es damals verhindert. Das hätte damals die Zustimmung Roms vorausgesetzt. Ähnliche Ansätze gab es in Holland, gab es in der Schweiz. Dazu ist es nicht gekommen. Das heißt, wir haben jetzt das, was diese Verlegenheitslösung, die jetzt entsteht, sagen wir mit dem synodalen Weg, ist im Grunde ein Ersatz für eine ständige synodale Struktur, die auch unabhängig von den jeweils aktuellen Themen einfach greift. Und das wäre eigentlich der entsprechende Ort. Warum ist eigentlich keine Synode? Können wir vielleicht nachher drauf. Herr Loheide, im Gegensatz zu den beiden anderen Herren schreiben Sie für Leute, die ziemlich weit weg sind von der Kirche, also für Tageszeitungen zum Beispiel. Kommt dieses Thema überhaupt in der breiten Öffentlichkeit an oder ist das eine rein innerkatholische Diskussion? Es kommt schon in der Öffentlichkeit an, aber es ist so, wie Herr Röser auch sagt, letztlich interessiert es keinen brennend, weil man sagt, hey, war das nicht schon mal? Es gab doch schon mal einen Gesprächsprozess, da ging es doch auch um Missbrauch, da ist auch nichts dabei rausgekommen, Dialogprozess und das wird jetzt wieder. Ich möchte einfach allen, die hier zuschauen, einen Beitrag empfehlen, den Johannes Röser im September in der Christener Gegenwart veröffentlicht hat, den ich hervorragend finde. Darin spricht er sich aus für ein Konzil. Und zwar auf weltkirchlicher Ebene, denn das könnte auch tatsächlich all die drängenden Fragen der Kirche entscheiden. Dieser synodale Weg ist ja noch nicht mal eine Synode. Das heißt, noch nicht mal die Kirche in Deutschland trifft dort Entscheidungen, die Rechtskraft erhalten. Sondern das sind dann Voten, Empfehlungen, Wünsche, die nach Rom übermittelt werden. Aber die Kirche ist in einer derart existenziellen Krise, dass die Zeit definitiv reif ist für ein neues Konzil auf weltkirchlicher Ebene. Wie haben denn Ihre Leser auf diesen Missbrauchsskandal reagiert? Können Sie das ungefähr einschätzen? Also Ihre Leser stehen für die Gesellschaft insgesamt. Es ist natürlich ein extremer Vertrauensverlust. Und zwar auch deshalb, weil er über so viele Jahre versucht wurde, dass das vertuscht wird. Also es geht ja nicht nur um den Missbrauch, dass wirklich Geistliche als Täter sich an Jugendlichen, die schutzbefohlen waren, vergangen haben. Sondern es geht auch um den teilweise systematischen Versuch, das zu vertuschen. Das ist die größte Krise der katholischen Kirche seit langer Zeit. Und deswegen glaube ich auch, braucht es drastischere Mittel als einen synodalen Weg. Wobei besser als gar nicht miteinander reden. Also ich finde, es ist trotzdem schon mal wichtig, dass man sich an einen Tisch setzt regelmäßig und miteinander spricht. Also sagen wir so, über die Bedeutung oder die Schwere dessen, was wir Missbrauchsfälle nennen, ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Die Frage ist halt, wie man jetzt in der jetzigen Situation damit umgeht. Lassen Sie mich nochmal auf ein Wort zurückkommen, was Sie eben erwähnt haben. Selbst wenn das ein rein innerkirchlicher Vorgang wäre, wo ist das Problem? Katholische Kirche ist eine Institution von einer Größe, die natürlich auch diese Frage, auch selbst wenn sie innerkirchliche Frage wären, müsste überhaupt noch interessieren. Ja, und selbst wenn sie es nicht interessiert, muss ich als Kirche ein Interesse daran haben, diese Fragen zu thematisieren. Da sind Fragen bei, wenn ich beispielsweise in den ersten Unterlagen, die man jetzt zum synodalen Weg bekommt, wenn man etwa an Humane Vitae denkt von 1968, das sind Fragen, die seit 50, 60 Jahren im Grunde der Behandlung harren und nicht vorankommen. Diese Fragen müssen geklärt werden, unabhängig davon, ob das die Gesellschaft interessiert oder nicht. Also das sind einfach Fragen. Darauf baut sich auch die innerkirchliche Art und Weise, kommt die Theologie ins Spiel und. Das sind Fragen, die stellen sich einfach unabhängig davon, ob das jetzt eine breitere Öffentlichkeit interessiert. Ich möchte einen kurzen Break machen, bevor wir im Einzelnen auf diesen synodalen Weg weiter eingehen. Sehen wir einen Film hinein, der vor kurzem in den Kinos lief. Er befasst sich mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und insbesondere mit der Person Josef Ratzinger bzw. Papst Benedikt. Der Titel heißt Verteidiger des Glaubens. Sehen wir uns daraus zwei kurze Sequenzen an. Es beginnt mit der Berufung Ratzingers zum Erzbischof. Eines der beliebtesten Kirchenlieder war Ein Haus voll Glorie schauet. Also die Kirche als Burg,
wo alles in Ordnung ist und da draußen dann die Welt und die Feinde, der Teufel stürmt letztlich gegen die Kirche an. Aber er kann nicht an sie ran, weil sie eben ein Haus voll Glory ist, hoch wieder alle Stürme. Diese ständige und stete und immer schärfer werdende Kritik an der modernen Welt. Ratzinger hat an ihr eigentlich nichts Gutes gelassen. Vielleicht die typischste Rede, die das alles zusammenfasst, ist die berühmte Rede, die er als letzte Rede als Kardinal gehalten hat. Und dort kommt eigentlich ganz klar und ganz scharf und ohne jede Floskel sein Denken zutage. Was dann wahrscheinlich auch der Grund war, weshalb man ihn auf diesen Posten gewählt hat. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. And it's very obvious now that what they wanted to do was to bury this story. And that same attitude went right through the church, right up to the Vatican. No doubt about it. Dann wurde ein vierter Bericht veröffentlicht, der Cloyne Report. Daraus ging hervor, dass irische Bischöfe vom Vatikan gehindert worden waren, Missbrauchsfälle an zivile Behörden weiterzuleiten. Mit Verweis darauf, dass ziviles Recht für die Kirche nicht gilt, verweigerte der Vatikan jede Unterstützung der Ermittlungen. In einer Parlamentssitzung bezog der Premierminister Inder Kenny Stellung. Cardinal Joseph Ratzinger said, standards of conduct appropriate to civil society or the workings of a democracy cannot be purely and simply applied to the church. It's fair to say that after the Ryan and the Murphy reports, Ireland is perhaps unshockable when it comes to the abuse of children. But Cloyne has proved to be of a different order. Because for the first time in this country, a report into child sexual abuse exposes an attempt by the Holy See to frustrate an inquiry in a sovereign democratic republic as little as 3 years ago, not three decades ago. And in doing so, the Cloyne report excavates the dysfunction, the disconnection, the elitism that dominate the culture of the Vatican today. Verteidiger des Glaubens, ein Filmausschnitt. Die zentrale Thematik in diesen Filmpassagen ist das Selbstverständnis der Kirche und der Vorwurf der zivilen Gesellschaft hier durch den irischen Premierminister ausgedrückt, dass die Kirche auch juristisch eine Sonderwelt für sich beansprucht. Abgehoben und elitär sei das. Herr Röser, ist hier nicht der Grundkonflikt, der besteht darin, dass zwei verschiedene Welten, nämlich die zivile Gesellschaft, die demokratische Gesellschaft, wie sie sich heute entwickelt hat, und eine doch monarchisch strukturierte Gesellschaft, wie sie die Kirche immer noch darstellt. Wir haben dieses Problem, diesen Zwiespalt auch sonst in der Gesellschaft. Unternehmen sind auch nicht demokratisch strukturiert. Auch das sind im Grunde Sonderwelten. Natürlich ist das jetzt für die Kirche in besonderer Weise hart, aber wir denken Kirche immer nur als Institution. Das ist, glaube ich, auch das Problem, weshalb wir aus dieser Frage und aus dieser, sagen wir mal, aus diesem Zirkelschluss nicht rauskommen. Kirche sind aber wir. Kirche ist jeder Einzelne. Wir sind Kirche. Das ist nicht nur eine Institution. In der das sind Kirche nicht nur, sind wir die Kirche. Nein, wir sind Kirche. Aber das, nicht die ganze Gesellschaft ist die Kirche. Nein, aber wir sind Kirche. Als Christen sind wir Kirche. Und okay. Wir können natürlich nicht immer diese Dinge nur jetzt auf Bischöfe, auf Priester und so weiter schieben. Wir haben natürlich selber eine Verantwortung, in dieser Frage weiterzukommen. Und das Hauptproblem heute ist jetzt im Blick auf die Gesellschaft nicht die Missbrauchsfrage. Es sind auch nicht die Fragen, ob der Priester heiraten darf im westlichen Teil der katholischen Kirche oder nicht. Es ist auch nicht die Frage der Macht, weil
so viel Macht hat die Kirche überhaupt nicht und so viel Macht haben auch die Bischöfe und die Priester nicht, weil das Volk entzieht sich der Macht. Inzwischen sondern hat sie die, nicht die Kernfragen sind tatsächlich jetzt ja. Glaubensfragen. Wie kann ich überhaupt glauben? Kann ja. ich überhaupt an Gott glauben? Kann es überhaupt Gott geben? Und auf diese Fragen, alle diese Fragen, die existenziell virulent sind, haben wir letzten Endes keine Antwort so, dass es für die Gesellschaft interessant wird. Und da liegt der Kern natürlich des Problems. Alles andere ist zwar ganz nett und okay, aber es trifft nicht in die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, Herr Röser. Für mich liegt das Kernproblem darin, und das hat Herr Beinert in dem Einspieler, der Theologieprofessor, der da zitiert oder der da gesprochen hat, auch deutlich gemacht. Für die katholische Kirche und für den ehemaligen Papst Benedikt ist das bis heute so, ist das so, dass die Kirche gegen die Welt steht. Und mit der Moderne hat Benedikt nichts zu schaffen. Das ist für ihn ein Fremdkörper. Er verkörpert eine Kirche, die sagt, die modernen Freiheitsrechte, auch die Menschenrechte, sind unchristlich, weil sie sozusagen eine Emanzipation aus der kirchlichen Einheit des Mittelalters darstellen. Und das ist das erste Missverständnis und der erste Denkfehler. Der größte lebende deutsche Philosoph Jürgen Habermas hat ein neues Buch geschrieben. Und darin arbeitet er ganz klar heraus, die modernen Freiheitsrechte, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, sind christliches Erbe, jüdisch-christliches Erbe. Und die gilt es auch einzubringen in eine Gesellschaft, die postdemokratisch wird, die erodiert, wo auch ganz viele Probleme durch Digitalisierung entstehen, wo Menschenrechte infrage gestellt werden, wo neue faschistische Bewegungen entstehen, wo die Gentechnik oder auch Cyborgs und Menschen vermischt werden. Es gibt so viele ethische Fragestellungen, auf die die Kirche Antworten hätte, die sie aber nicht in die Gesellschaft einbringen kann, weil sie selber immer noch teilweise denkt, die Gesellschaft, da sind wir gar nicht, sondern wir sind eine Sonderwelt. Und nur noch ein Satz, Herr Fahrenkopf. Das zweite Missverständnis besteht nämlich darin, dass dann Papst Benedikt auch gesagt hat, ja, und der Missbrauchsskandal, das kommt nämlich auch von außen. Das kam nicht von innen, sondern das war die 68er-Revolution, das war die Liberalisierung, das war der Niedergang sozusagen der Werte. Und das kam dann in die Kirche und die Folge ist, dass Geistliche Kinder missbraucht haben. Das ist natürlich eine absurde Logik, aber die müssen wir bekämpfen, glaube ich, in der Kirche. Und weil das so ist, sind wir beim synodalen Weg. Sie können die ganzen vier von Ihnen genannten Themen durchgehen. Das sind alles Themen, die im Grunde, das sind nicht die entscheidenden Glaubensfragen. Das ist völlig richtig. Aber es sind vielfach Barrieren, die heute die Verbreitung, die auch das Zeugnis des Glaubens hinauszutragen, behindern. Ja? Wenn beispielsweise das Nichtgelingen der Bewältigung etwa des Missbrauchsthemas, wenn das auf Dauer das Bild von Kirche prägt, von dieser kirchlichen Gemeinschaft, dann ist das verheerend. Ja. Dann ist das verheerend. Wenn dann wird sie auch nicht wahrgenommen als Beispiel, eine Stimme, die was genau, zu sagen genau. hat. Oder ein zweites kleines Beispiel, Stichwort Macht-Gewaltenteilung. Die säkulare Gesellschaft weiß, dass Gewaltenteilung ein Element der Humanisierung ist. Und genau das ist seit langem, das sind alles, wie gesagt, keine neuen Themen, Gewaltenteilung ist auch etwas, wovon die katholische Kirche profitieren würde, wenn sie sie denn anwenden würde. Und das sind Ansätze überhaupt der Umgang mit Macht. Wir wissen, dass Missbrauch vielfach entsteht in Verbindung mit Missbrauch von Macht. Macht ist überhaupt das Vorhandensein und Nichtvorhandensein von Macht ist letztlich ein ganz wesentlicher Auslöser. Entsprechend ist dieses Thema auch in dem Zusammenhang. Oder denken Sie an den ganzen Bereich Sexualethik, oder erst recht, und das hat enorm in den letzten Monaten und würde ich sagen zugenommen, das Thema Frau in der Kirche. Sie können heute eine Bischofssynode in Rom nicht mehr veranstalten, ohne und Rom muss sich ständig in Frage stellen lassen, wieso nehmen Frauen dort an der Synode teil, also Ordensfrauen in der Regel, die aber kein Stimmrecht haben, während die entsprechenden Männer es haben. Und. Wir haben heute im Moment eine, und das macht auch die besondere Situation, denke ich mir, in des Pontifikates von Papst Franziskus aus. Wir sind in einer neuen kommunikativen Situation. Wir sind nicht in der Situation vor 10 Jahren, wo auch noch manches tabuisiert wird. Und diese Fragen brechen auf.
Und also ich wundere mich beispielsweise, wo heute das Thema Frau in der Kirche in einer Weise diskutiert wird, wie man es vielleicht in den 70er Jahren in kleinen Spontirandgruppen erlebt hat. Und das wandert heute in die Mitte der Kirche. Und wenn es der Kirche nicht gelingt, diese Fragen, und zwar vor dem Hintergrund, den Sie eben skizziert haben, in irgendeiner Weise zu bewältigen, auf humane, heutige Weise zu bewältigen, dann droht sie zur Sekte zu werden. Das ist letztlich dahinter und das sind Ansätze. Aber noch einmal, machen wir nicht aus dem synodalen Weg gewissermaßen die Multiveranstaltung, die alles löst. Ja, aber was soll denn dabei rauskommen bei dem synodalen Weg? Also wie stellen Sie sich das vor? Ich meine, die fangen ja jetzt gerade erst an. Genau, genau. Das sind, im Moment hat man das auf 2 Jahre hin begrenzt. Das ist im Grunde sehr wenig, weil alle wissen, diese Fragen sind alle nicht neu. Das heißt, die müssen das Rad nicht neu erfinden. Und da wird es letztlich dann zu Entscheidungen kommen, die beispielsweise in der Entscheidungsbefugnis der Bischöfe selbst sind. Und es wird Vorschläge und Forderungen, wie immer man das dann im Detail nennt, an Rom geben, an die Weltkirche. Und die Ängste, die zum Teil jetzt aus traditionalistischer Seite, konservativer Seite diesem Weg gegenüber vorgebracht werden, das sind letztlich die klassischen, also die Angst vor dem deutschen Sonderweg. Das muss man nicht weiter ernst nehmen, weil es ist kein deutscher Sonderweg. Wir haben in europäischen Nachbarländern werden die gleichen Fragen diskutiert. Ja. In Nachbarländern wird zum Teil gefragt, müssten wir nicht auch so einen synodalen Weg machen? Genau, und die Nachbarländer schauen auch auf Deutschland. Die französische Bischofskonferenz hat vor wenigen Tagen zum ersten Mal Laien in die Vollversammlung geholt, und zwar nicht als Gäste irgendwie unterm Dach, sondern als Mitdiskutanten. Wir sind in einer Situation, in der das Verhältnis von geweihtem Amt und Laien, das geht nicht so weiter. Und ich denke mir, das ist auch der rote Faden des synodalen Wegs. Es gibt kein weiter so. Gibt es auch eine Krise des Klerikalismus? Es gibt eine Krise des Glaubens. Also wir haben jetzt gerade erst die Shell-Jugendstudie bekommen und stellen fest, dass von den getauften Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren, von den katholisch Getauften, 40% sagen, Gott ist für sie völlig unwichtig. Von den Evangelischen sagen es 50%. Da liegen doch die Kernprobleme. Ja. Und interessanterweise sagen diese jungen Leute trotzdem, ja, dass es die Kirche gibt, ist ganz okay, das ist schon wichtig. Da hat sich über die Jahre hinweg nichts geändert. Das aber zeigt, dass diese Missbrauchsfrage für diese jungen Leute, für die kommende Generation, kein Thema ist. Das hat nichts geändert an der Einschätzung, ob Kirche wichtig sei oder nicht. Aber die Glaubensfrage, das ist der eigentliche Knackpunkt. Und daran entscheidet sich die Zukunft der Kirche. Nicht nur der evangelischen, auch der katholischen Kirche. Und hier haben wir ein Riesenproblemfeld, das faktisch nicht wirklich substanziell angegangen wird. Und wenn wir vorhin auf diese Frage kamen, ein Konzil, ein Weltkonzil, natürlich können weltkirchliche Fragen, es wird ja immer so gesagt, ja, das kann nur weltkirchlich beantwortet werden, das kann nur weltkirchlich beantwortet werden, dann sage ich verdammt nochmal, dann macht es auch weltkirchlich, dann aber ein Konzil. Alles andere ist Larifari, Pillepalle. Entschuldigung, wenn ich das so ganz direkt sage. Aber auf einem solchen Konzil müssen auch die substanziellen Glaubensfragen auf den Tisch kommen. Man muss fragen, warum können Leute heute nicht mehr glauben? Und das aus guten Gründen. Ich finde, den Bruch zur Moderne, der ist viel stärker gegeben in diesen Fragen, dass wir mit den Naturwissenschaften, mit den Erkenntnissen, mit der Kunst nicht mehr mithalten, als mit der Frage der Partizipation. Weil wenn man nochmal auf den Missbrauch kommt, in der demokratischen Gesellschaft gibt es ja viel mehr Missbrauch. Also das hängt nicht nur mit dieser Form von Macht zusammen, sonst hätten wir ja nicht in der demokratischen Kultur massenhaft Missbrauch. Und das heißt natürlich nicht, dass die Machtfrage nicht in irgendeiner Weise gestellt werden kann. Aber an dieser Machtfrage, wie wir sie sehen, hängt das Ganze nicht. Also ich würde da kein Entweder-Oder sehen. Ich sehe da keine, das ist für mich, letztlich ist das eine Scheinalternative. Beides. Natürlich ist die Glaubensfrage entscheidend und wichtig. Und sie muss vor allen Dingen auch auf dem Niveau gewissermaßen der jeweiligen Gesellschaft, der Kultur von dem Hintergrund gestellt werden. Das ist für mich keine Frage. Und zugleich müssen diese strukturellen Dinge angegangen werden. Da gibt es kein Entweder-Oder. Und der Glaube allein hat ja Auswirkungen auf ein Menschenbild. Und mir geht es jetzt gar nicht in erster Linie darum zu fragen, wie viele Jugendliche glauben noch an Gott, sondern was ist der Mensch?
Welche Würde hat der Mensch und welche Konsequenzen ergeben sich aus der Menschenwürde, meinetwegen bei Flüchtlingsströmen, bei der Klimakatastrophe, bei der Digitalisierung, der Veränderung der Arbeitswelt. Das sind so viele Bereiche, wo die Kirche ein wichtiges Wort hat und eine Mission geradezu für die Gesellschaft. Diese Mission wird halt verdunkelt und unglaubwürdig durch die Skandale in der Kirche, wenn die nicht aufbearbeitet werden. Dieser synodale Weg wird die Aufarbeitung nicht letztlich leisten, aber er ist, glaube ich, ein Versuch, auch Partizipation in der Kirche zu ermöglichen. Und das wird auch gehört werden in anderen Ländern und auch in Rom. Ich glaube, diese Stimme innerhalb der Kirche wird auch nicht mehr verstummen. Insofern, wie gesagt, besser als gar nichts. Es kann aber nicht dabei stehen bleiben. Also die Kirche als Sozialagentur finde ich zu schwach. Weil alles das können alles andere Institutionen übernehmen. Ja, wer denn? Ich brauche kein Laudato Si, um das Klima zu schützen. Also da ist Fridays for Future viel internationaler, viel globaler, viel rühriger, viel medialer präsent. Wer hat denn diese Enzyklika Laudato Si gelesen? Letzten Endes muss man ganz ehrlich sagen, interessiert das überhaupt nicht, was die Kirche dazu sagt. Das kann die Gesellschaft sonst viel besser. Das können verschiedene Gruppierungen in der Gesellschaft, zivilgesellschaftliche Gruppierungen. Ich brauche für die Öko-Frage keine Kirche. Herr Röser, ich bitte Sie, die Kirche hat nicht den Zweck in sich selbst, sondern eine Mission für die Welt. Das Evangelium ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Es geht nicht darum, dass Leute an Gott glauben. Es geht darum, dass der Mensch auch zu sich selbst findet. Und natürlich würden wir jetzt sozusagen aus katholischer Perspektive sagen, das geht mit dem Glauben leichter. Aber ich muss das Gute tun, weil es gut ist und nicht, weil Gott sagt, dass ich es tun muss. Und weil der Glaube selbst ja Ansätze dafür hat, beispielsweise das Schöpfungsdenken. Ja. Ja? Das ist ja eine Basis, eine ideale Basis, eben. Um das auszudrücken. Und es ist ja auch interessant, dass selbst die säkulare Gesellschaft einen Begriff wie Schöpfung eigentlich permanent verwendet. Okay. Also, wir arbeiten weiter dran, genau. Die Kirche präsent zu machen, genau. In der Welt. Ich bedanke mich für Ihren Besuch hier und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.